Hey Leute und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video. Es gibt mal wieder eine Skin-Vorstellung. Denn das neue Starterpaket Risiko Platoon ist draußen. Auf den ersten Blick muss ich sagen, echt ein nicht so geiler Skin Centurio hier. Vielleicht einer der schlechtesten Starterpakete. Ich weiß nicht, muss ich mir natürlich in-game alles noch anschauen und so weiter. Und ja, wie immer natürlich 600 V-Bucks mit dabei und das Ganze kostet 3,99. Übrigens nicht wundern, falls ich mich etwas erkältet anhöre, denn ich bin leider halt noch erkältet. So, auf jeden Fall haben wir hier den Skin im Spind. Wir hören uns mal den Spitzhacken-Sound mal hier an, danach natürlich auch ingame. Ist jetzt nichts Besonderes. Ich habe hier den One-Shot-Gleiter vom John Wick-Event damals ausgerüstet, dann vom letzten Battle Pass hier das Contrail und noch hier Boogeyman-Lackierung. Und dann würde ich sagen, gehen wir ingame rein. Zum Glück ist das Pack da, denn anfangs wurde es irgendwie entfernt und so weiter, da man die V-Bucks nicht bekommen hat. Jedenfalls ist es aber am Start. Ich weiß nicht ganz genau, wie, wo genau. So, Sound. Diese Klinge hier hört sich eigentlich gar nicht mal schlecht an. Was ich eben gerade sagen wollte ist, ich glaube, im normalen Fortnite-Shop ist es halt gerade nicht verfügbar aufgrund des Bugs. Aber halt hier eben in dem PSN-Store und so weiter, halt in den jeweiligen Stores schon. Boah, ich dachte gerade schon, da sind nur Bögen, weil irgendwie finde ich da lauter Bögen. So, da habe ich auf jeden Fall das Shotgun, damit wir die Zielsicht und so weiter anschauen. Hier einmal schießen. Und dann baue ich mal etwas hoch. Was ich gleich dazu sagen muss, ich finde den Skin jetzt nicht perfekt oder so, nicht krass gut oder so, aber es gab schon mal schlechtere. Großen und Ganzen kann man das schon machen. Natürlich habe ich es mir jetzt eigentlich größtenteils für den V-Bucks geholt. Ohne den V-Bucks würde ich das Paket wahrscheinlich nicht holen. Aber mit dem V-Bucks lohnt sich das Ganze eigentlich dann eben schon. Im Endeffekt ist es auch mein Fazit dazu. Das Fazit habe ich ja gerade eben schon gesagt, kann man so sagen. Und ich hoffe auf jeden Fall, ich konnte euch einen guten Einblick von diesem Paket verschaffen und konnte euch bei eurer Kaufentscheidung weiterhelfen. Und falls ich euch weiterhelfen konnte und euch das Ganze hier gefallen hat, würde ich mich sehr über ein Like freuen. Falls ihr noch nie abonniert habt, natürlich sehr über ein Abo. Das war es auf jeden Fall von meiner Seite aus. Vielen Dank fürs Zuschauen. Hoffentlich bis zum nächsten Mal. Und ciao. Yeah.